Willkommen zurück bei Bounty Train. Ja, wir sind in Jackson. Ich habe schon wieder vergessen, was wir überhaupt hier gemacht haben. Wir wollen nach Montgomery, da können wir zum Glück an der Auktion teilnehmen. Für die, wie viel waren es? 2% hier. Ja. Und dann müssen wir noch diese 13 Einheiten Medizin abliefern. Schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Ich habe letzte Folge noch, als ich nicht mehr aufgenommen habe, hier den Zug repariert. Und irgendwas habe ich noch gemacht. Ich weiß es nur nicht mehr. Tut mir leid. War jetzt aber auch nicht so... ja, so Wichtiges. War wirklich nichts so Wichtiges, wenn ich es vergessen habe. So, da kaufen wir noch ein paar Dinge. Und fahren dann nach Montgomery. Verkaufen die Sachen, nehmen an der Auktion teil und dann geht's nach Atlanta. Medizin dürfen wir nicht verkaufen. Oh Gott, und es ist Nacht. Das wird knapp. Das wird tatsächlich knapp. So, erstmal... ach nee, warte. Viel besser. Einheitenmedizin könnte ich liefern, will ich nur nicht. Und von Stoff weiß ich nicht genau, wie viel wir gekauft haben. 14. Und 12 wollen sie, dann passt das. Hier sind wir bei 100. Oh, geil. Ich glaube, wir sind in noch keiner Stadt so hoch wie hier in Montgomery. So, hier erstmal alles verkaufen, was zu verkaufen geht. So, und jetzt nehmen wir an der Auktion teil. Start. Oh, der ist schon hart dabei. Aber ich gehe klein hoch, also... ich setze jetzt kein 1000 oder so, weil immer schön bei den Kleinstbeträgen bleiben, es wird ja nicht besonders hoch dann. Die anderen setzen das nach oben, aber wieso sollte ich dann 1000 irgendwie setzen dafür? Verstehe ich nie. Also auch in echten Auktionen nicht. Ich würde immer so das Niedrigste, was man bieten muss, bieten. Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, wie so eine echte Auktion richtig abläuft. Da gibt es ja immer so, du musst mindestens das und das bieten. Soweit ich jetzt das beurteilen kann. Aber... ich weiß nicht. Ich würde halt immer so das Niedrigste bieten. Vielleicht wird das auch gemacht. Wie gesagt, keine Ahnung, wie das bei richtigen Auktionen abläuft. Aber gut. Nach Buffalo in wie vielen Tagen? 13? 4700 nehmen wir an. Das nehmen wir auch an. Und fahren dann jetzt gleich auf direktem Weg nach Buffalo nach oben. Hier. 5 Tage. Geht klar. Beschädigt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, dürfte aber kein Problem sein. Chicago ist ja dann auch gleich hier hinten. Das sollte auf jeden Fall in Ordnung gehen. So, hier geben wir mal das hier ab. Das steigert halt, also diese Lieferungen, das steigert halt wirklich kaum. Das, was es wirklich bringt, sind die Anlieferungen. Aber da ist man dann halt auch wieder so angewiesen, du musst das jetzt bekommen. Aber du weißt meistens halt nicht, ob du es bekommst. Und ja, ist ein bisschen schwierig. Aber gut, jetzt geht's nach Chicago. Wie viel ist denn der Alk wert? Ah, nee.
Das behalten wir uns mal auf. Und hier die Droid, Philly. Ist alles nicht die Richtung. Vielleicht hier noch jemand mit. Der will nach Chicago. In 8 Tagen müsste funktionieren. Habe ich jetzt wieder 2 angenommen. Zum Kotzen, Leute. Es ist einfach hart zum Kotzen, diese Maus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, jetzt nochmal. Hier kriegt er das Zeug. Hier kann man ja nicht zu. Und dann nehmen wir den aus Chicago an. So, perfekt. Perfekt. Und dann würde ich sagen, reparieren wir den Zug in Chicago dann. Ach man, jetzt weiß ich wieder nicht, wie lange es gedauert hat. Diese Maus, die ist zum Kotzen, Leute. Ich glaub gar nicht, wie hart die mir auf den Sack geht. Mann. Lieber Walter, Cornelius, Verderbtheit kennt keine Grenzen. Es ist... Ernsthaft jetzt? Ja, in Gefahr. Sie sind ja jetzt schon unten wahrscheinlich. Nehmen wir als Beispiel... Ja, Utica. Minus 49, sicher. Boston 29, da waren wir schon relativ hoch. Das ist doch zum Kotzen. Und bestimmt einer der nächsten Auktionen ist dann in einer dieser Städte. Ich weiß es einfach. Hier ist eure Scheiße. Dann Stoffe und Stoffe. Ach, das hier wollten wir noch abgeben. Wenn Jackson will. Dann gucken wir, dass wir in den Süden kommen wieder. Abraham Lincoln, entschuldigen Sie, guter Mann. Besteht die entfernte Möglichkeit, dass Sie bald in Richtung unserer schönen Hauptstadt aufbrechen? Ja, dann weiß nicht. Ihm würde ich schon gerne helfen. Tage. Wisst ihr was? Wir reparieren erst unseren Zug und dann nehmen wir ihn mit. Gut. Gibt's was Richtung Washington nach Buffalo? Das ist in die Richtung ungefähr. Aber das ist eher nördlich. Das ist tatsächlich eher nördlich. So, Abraham Lincoln nehmen wir mit. Der stellt sich mal hier rein. Oder hier rein. Nicht ans Fenster. So. Muss ich mal schauen, in welche Richtung leitet er uns, wenn wir Washington eingehen. Über Cincinnati. Dann können wir auf jeden Fall Cincinnati noch ein bisschen Ruf abfarmen. Wo ist Cincinnati? Hier. 15 Tage. Gut. Fahren wir los nach Cincinnati und von dort aus dann gleich nach Washington. Hier nimm das Geld. Ich will endlich weiterkommen, vorankommen. Wir haben das Geld auf jeden Fall. So, und hier Anlieferung Tabak, Stahl, Pittsburgh, Wilmington. Nach Wilmington könnten wir eigentlich. Da müssen wir sowieso an Washington vorbei. 25 Tage sind nicht gerade wenig, also von dem her machen wir. Das machen wir so. Erstmal Abraham in
in Washington absetzen und dann geht's weiter. So, den haben wir abgesetzt. Scheint in Ordnung zu sein. Jetzt zahle ich dem hier gerade noch einen Tausender. Sollen wir noch einen Tausender? Dann haben wir mehr Zeit. So, und jetzt geht's nach Wilmington. Wir kommen Richtung Süden, dann können wir das auch in Jacksonville endlich abschließen. Jetzt nur mal eine Frage, was haben die so? Anlieferung Alkohol. Stoffe nach Chicago, das können wir nicht machen. Hier gibt's zwei Alkohol. Naja, aber das... weiß nicht, wie viele Tage haben wir da Zeit? 18. Wie viel haben wir denn bei unserer Schnapsbrennerei? Nee, in Atlanta war das, oder nicht? Wieso sinken hier das Ansehen in Montgomery? Hier, Atlanta. 18. Wenn wir jetzt... ich muss mal kurz überlegen. Wenn wir jetzt Atlanta eingeben, kommen wir nicht durch Wilmington. Aber rein theoretisch wäre es auch kein Problem. 3 Tage. Könnten ja einfach die andere Richtung fahren. Wir nehmen das jetzt an. Müssen wir zwar nachher wieder nach Süden. Müssen wir nachher wieder nach Jacksonville in Süden. Aber gut, wir nehmen das jetzt an. Erstmal hier hin. Ja, sicher. Ja, sicher. So, die kriegen das Zeug hier. Jetzt Werkzeug wollen sie, das nach New York. Könnten wir vielleicht... Werkzeug kann ich leider nichts machen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie viel Platz haben wir eigentlich. Ja doch, das müsste passen. Nicht, dass wir dann den Alkohol nicht mehr mitnehmen könnten. So. Ich merke gerade schon, wir kommen... wieder viel, viel weiter im Norden, als wir eigentlich wollten. Da schaue ich jetzt tatsächlich mal rein. Nee. $30 für Waffen, das hätte man machen können, aber das ist halt meistens illegal und... ja. Jetzt können wir auch das Geld abholen von der Bank wieder. Das ist super. Supidupi. Schon wie viele Einheiten Alkohol? 15. Dann nehmen wir auch mal 15. Das war das mit den Spionen. Jetzt muss ich mal schauen, wie lang brauchen wir nach Washington, wenn hier alles gut läuft. 7 Tage. 13 haben wir. Ich würde vielleicht nicht unter 10 gehen. Aber dass wir zumindest mal die 2 Sachen hier reparieren. 1 Tag und 1 Tag. Sehr schön. Da können wir ja dann auch wieder schneller voran und vielleicht brauchen wir dann nicht ganz 7 Tage, sondern... 5 oder so. Alter, Mann, Maus, Drecksack. Jetzt muss ich gerade schauen. Wir haben noch alles geladen, so wie es aussieht. Ja, okay. Dann
geht's jetzt Richtung Washington. Hier will noch einer mit 14 Tage, das dürfte kein Problem sein. Den nehmen wir auch mit. Und jetzt geht's los. Abfahrt. Ich weiß gar nicht, wie viel Alkohol bekommen wir in einem Monat? Weiterreisen. Oder in welchem Zyklus bekommen wir die Alkoholfässer? Das ist die bessere Frage, glaube ich. So, hier ist der Alkohol. Und jetzt müssen wir nach New York. New York. New York. Und in welchem Abstand finden denn die Auktionen statt? Ich will jetzt endlich die 51% haben. Da können wir dann auch gerade das Geld abheben. Das habe ich jetzt vorhin vergessen. Schon wieder. Hier habt ihr eure Baumwolle. Die Bank abheben. Bist du sicher, dass du dein Depotkonto bei der Bank... Genau, ja, will ich. Das sind über 30.000. Krass. Vielleicht ist das gar keine so eine schlechte Idee. Wenn ich jetzt immer so... Das, was ich eigentlich eh nicht brauche. In diesem Fall würde ich jetzt, glaube ich, 10.000 einzahlen. Ja, sowas. 45 Tage. Depot eröffnen. Wir sind immer noch über 20.000. Mehr als 20.000 werde ich jetzt nicht brauchen, irgendwie. Vielleicht, um mal was auszutauschen oder was auch immer. Aber, ja, das passt schon so. Wir müssen jetzt tatsächlich mal wieder Richtung Süden. Wir müssen das jetzt in Jacksonville mal abschließen. In New York habe ich ja den schlechtesten Ruf, den es mal wieder gibt seit langem. Wegen diesem Depp da. Wir fahren jetzt direkt nach Washington. Packen da noch was ein irgendwie. Und dann schauen wir mal. Was ist eigentlich jetzt schon wieder kaputt? Ist das dieselbe Lok, die wir haben, oder? Sierra 460 und wir haben... Genau, er ist dieselbe. Schade. Gibt's denn noch eine stärkere als die, oder ist das das Nonplusultra? Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ach, wir brauchen was Leichtes, wenn überhaupt. So. Gut, wir fahren nach Washington und dann irgendwie ganz nach unten nach Jacksonville. Aber ich würde sagen, nach Jacksonville fahren wir dann nächste Folge. Wir kommen eigentlich recht gut voran. Klar, hier Rückschläge mit Ansehen. Wir brauchen ja eigentlich nur noch Ansehen. Aber ich glaube, wir kommen schon relativ gut voran. Und wenn ich dann, oder wenn wir dann noch Glück haben, so mit den Punkten, wo die Auktionen stattfinden, dann dürfte das auch kein Problem sein, an die 51% ranzukommen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ciao.